Петр. Я заря один. Зажигание. Валя, вам дается зажигание. Am 12. April 1961 um 9.07 Uhr Moskauer Zeit fand der erste bemannte Raumflug der Menschheit statt. Ein Menschheitstraum wurde wahr. Juri Gagarin war damals 27 Jahre alt. Die erste Erdumkreisung mit dem russischen Wostok-Raumschiff dauerte 108 Minuten. Er war der erste Mensch überhaupt, der unsere Erde aus dem Weltraum bestaunen konnte. In einer Höhe von 315 Kilometern. Работают все радиостанции Советского Союза. Dies ist Radio Moskau. Alle Übertragungsstationen der Sowjetunion sind eingeschaltet, um den ersten Flug in den Weltraum zu verkünden. Oleg Iwanowski, der Chefdesigner der Rostok-Kapsel, war derjenige, der die Luke zum Raumschiff geschlossen hat, in dem sich Juri Gagarin befand. Ich war bereit, die Luke wie vorgesehen zu schließen, die wir schon vorbereitet hatten, bevor Juri ankam. Ich habe das bereits an mindestens 5 oder 6 Vehikeln zuvor gemacht. Aber um ehrlich zu sein, diese Situation war sehr viel komplizierter. Ich war dafür vorgesehen, die Luke zu einem Menschen zu schließen, nicht zu einem Hund oder einem Testdummy. Und dies war der erste Erfahrung dieser Art überhaupt. Vostok war eine Ingenieursmeisterleistung seiner Zeit. Mit kompletter Automatisierung und Verdopplung jedes seiner Systeme. Aber auch diese Vorsichtsmaßnahme konnten keinen Erfolg garantieren. Es war wirklich ein riskantes und waghalsiges Abenteuer. Ich habe die Papiere damals alle unterschrieben, die sagten, dass alles in Ordnung war und ich die Flugsicherheit garantieren konnte, aber sie würden es heute nicht mehr machen. Wir haben immense Erfahrungen sammeln können und realisierten das Risiko, was wir eingegangen waren. Es gab 20 Kampfpiloten ausgewählt aus 3000 Bewerbern, um den stärksten und gesündesten Menschen im Land zu finden. Sie wurden in völliger Isolation in einer Höhenkammer ausgesetzt, sowie Kälte und Wärme in einer Temperaturkammer. Ebenfalls mussten sie enormen Kräften in der Zentrifuge widerstehen. Sie konnten kaum die Augen öffnen. Sie wurden am Limit der menschlichen Fähigkeiten getestet, weil niemand wusste, mit was sie wirklich im Weltraum konfrontiert werden. Wir waren auf dem Weg ins Unbekannte. Niemand auf der Erde wusste, wie man einen Menschen auf einen Raumflug vorbereiten soll. Absolut niemand. Die spezifischen Anforderungen zum Steuern eines Raumschiffes lagen bei 1,75 Meter Körpergröße und 70 Kilogramm Körpergewicht. Die Kampfpiloten hatten alle ähnliche Maße und auch ähnliche Lebensgeschichten. Der künftige erste Kosmonaut wurde in Kloschino geboren, in der Nähe von Vjasma, 1934. Im Alter von 7 wurde er eingeschult. Bereits einen Monat später besetzten die Deutschen das Dorf. Die Besetzung hielt fast 2 Jahre an. Sie wurden von ihrem Zuhause vertrieben, also verschaffte der Vater eine Wohnmöglichkeit in der Nähe, wo die Familie wohnen konnte. Seine Eltern, der jüngere Bruder und der junge Gagarin selbst. Alexei Leonow, Kosmonaut und Gagarins Freund, war der erste Mensch, der einen Weltraumausstieg machte im Jahre 1965.
Leonow war der Jüngste in seiner großen Familie. Dafür war es ihnen auch nicht so einfach im Zweiten Weltkrieg. Aber wer weiß, ob sie jemals russische Weltraumpioniere geworden wären, ohne diese harten Zeiten. Eine Rakete steht etwa 50 Meter hoch. Die Rakete ist etwa 50 Meter hoch. Wenn man da oben sitzt und man realisiert, dass man da repräsentativ für die große Menge an Menschen draußen sitzt, also warum sollte man da sitzen, wenn etwas schiefgehen kann? Du bleibst entweder sitzen und riskierst dein Leben, oder du bist einfach nicht mehr angesagt. Im Dezember 1960 wurden 6 Männer aus den Bewerbern ausgewählt. German Titov, Pivo Popovich, Grigorin Jurubov, Andrian Nikolajew, Valery Bykovsky und Juri Gagarin. Und es war immer noch nicht klar, wie man den Besten auswählt. Diese 6 wurden sogar selbst gefragt, wer der belastbarste unter ihnen ist. Jeder entschied sich für Gagarin. Er hatte diesen speziellen Charme. Er wollte nicht herausstechen, aber er stand auch nicht im Schatten. Er war immer ein offener und hilfsbereiter Mensch. Ich kann mich nicht erinnern, dass er listig war oder irgendjemanden anlog. Und ihre Wahl war richtig. Die große Frage war, was nach dem Flug passieren würde. Berühmt zu sein, ist vielleicht manchmal sehr viel schwieriger zu handhaben. Gagarin ging mit Stolz damit um, aber blieb dabei bodenständig und offen. Wir haben uns gefragt, ob er sich verändern wird. Und er tat es nicht. Er kam mit der Bürde gut zurecht. Sein familiärer Hintergrund half ihm dabei, menschlich zu bleiben. Ein bodenständiger Mensch. Gagarin reiste um die halbe Welt. Er war überall willkommen, vom einfachen Mann bis zu Berühmtheiten. Alle wollten ein Autogramm. Manchester встречает Юрия Гагарина. Советского космонавта радушно приветствовали жители старинного промышленного города Англии. 3 Monate nach dem legendären Flug luden englische Stahlarbeiter den ersten Kosmonauten nach Manchester ein. Dieses Treffen war bedeutend für Gagarin, weil er für den Gießerberuf stand. Und als er darauf und dran war, England zu verlassen, bekam er eine offizielle Einladung von der Königin, den Buckingham-Palast zu besuchen. Wenn Journalisten den ersten Kosmonauten nach seinen ersten Auslandsreisen befragten, bekamen sie oft von seinem Besuch in Kuba zu hören. Als das Flugzeug landete, begann der Regenschauer. Keiner der tausenden Besucher, die gekommen waren, gingen weg. Als die Leiter fast am Flugzeug war, startete heftiger tropischer Regen und sie waren so unentschlossen, ob sie rausgehen sollten oder nicht. Er und andere Offizielle saßen da in ihren sauberen weißen Uniformen und begannen im Flugzeug zu schwitzen, während es draußen heftig regnete. Aber als sie bemerkten, dass das gesamte diplomatische Empfangskomitee inklusive Fidel Castro weiter geduldig auf ihn warteten, kamen sie heraus und wurden nass bis auf die Haut. Es gab keinen Zweifel, dass Gagarin alle Fragen klar und ehrlich beantwortete. Wenn ein Familienmensch und Vater von 2 Kindern in den Weltraum geschickt wird, müssen Sie und die Regierung doch absolut sicher sein, dass alles sicher und dass alles gut ausgeht, oder? Nun, ich würde geschickt mit anvertraut ersetzen. Gagarin half bei der Ausbildung anderer Kosmonauten, inklusive den weiblichen Kosmonautinnen. So wurde er Teamleiter im Jahre 1964. Als unsere kleine Gruppe gerade zusammengesetzt war, war Juri immer bei uns, um als Freund und Anführer zu helfen. Bei jedem Training war er bei uns, speziell wenn es um das Raumschiff ging. Der erste Kosmonaut wurde beschützt. Sie gaben ihm nicht mal eine weitere Flugmöglichkeit, weil er ein Nationalheld war. Aber er träumte nur davon, wieder in den Weltraum zu kommen. Und er kam zu seiner Chance. Er wurde der Ersatzmann von Wladimir Komarow im Jahre 1967. Sie trainierten zusammen für den Start der Sojus 1. Hätte Komarow aus irgendeinem Grund nicht fliegen können, hätte Gagarin seinen Platz eingenommen. Der Flug an Bord der Sojus 1 endete tragisch. Wladimir Komarow starb. Nach Komarows Tod wurde entschieden, ihn nicht mehr bei zukünftigen Programmen zu berücksichtigen. Er war unglücklich darüber, diesen Traum aufgeben zu müssen.
Gagarins Leben endete abrupt mit nur 34 Jahren. 1967 stürzte er bei einem Routineflug mit seiner MiG-15 ab. Echte Helden verlassen uns jung. Er bekam nie eine zweite Chance, um die Erde durch das Fenster eines Raumschiffes nochmal zu sehen, obwohl der Flug zu anderen Planeten sein einziger Traum war. Es wurde Tradition für alle Kosmonauten, Blumen an Gagarins Denkmal vor und nach dem Flug abzulegen. Für sie ist er nicht nur der Erste, sondern auch ein Symbol für ihre Leidenschaft. Gagarin ist weltweit berühmt. Er ist ein Symbol für die Russen. Er bewies, dass es für den Menschen möglich ist, die Gravitation der Erde zu überwinden. Sein Schritt lässt uns im Glauben, dass wir eines Tages auf dem Mars oder anderen Planeten arbeiten können und dabei den nahen und fernen Weltraum zu erforschen. In den letzten 50 Jahren flogen mehr als 500 Menschen in den Weltraum und 110 von ihnen sind Russen. In einigen Dekaden werden wir es vielleicht nicht mehr zählen, weil Raumfahrt eine tägliche Routine wird. Aber Juri Gagarin wird eins immer bleiben: der Erste.